Gebirgssoldaten aus 12 Nationen haben auch 2019 wieder an der Weltmeisterschaft der Gebirgssoldaten, der sogenannten Edelweiß Raid in Tirol teilgenommen. Die Soldaten zeigen dabei ihr Können, wenn es darum geht, von Lawinen verschüttete Personen zu finden und zu bergen, militärische Aufklärung im hochalpinen Gelände durchzuführen, Abseilen im Gebirge sowie das Errichten eines Biwaks auf über 2000 Meter Seehöhe. Es laufen ein Hauptbefehlshaber Schmidtchen Stefan, Leutnant Bockmann Christoph, Hauptbefehlshaber Kaspare Marvin. Alles gut, wie war's? Anstrengend, aber supergeil. Was war das Schwierigste auf der ganzen Stadt? Das Schwierigste war gestern auf die Nacht das Gepäckaufziehen bis ins Lager. Das war ein Wahnsinn. Und jetzt zum Schluss ins Zuliner? Zum Schluss ins Ziel war oben jetzt die Tragepassage, da ist so ein Wind gegangen. Das war sehr anstrengend, aber es war das sind perfekte Bedingungen. Und glücklich jetzt an? Überglücklich. Mit 15 Kilo Gepäck, dem Sturmgewehr, Ski und diverser Lawinenausrüstung haben die teilnehmenden Soldatinnen und Soldaten in 2 Tagen insgesamt 40 Kilometer Wegstrecke zurückgelegt und rund 4000 Höhenmeter im Hochgebirge bewältigt. Dieser Wettkampf zeigt den extrem hohen Ausbildungsstand, nicht nur der Österreicher, sondern auch der anderen Teams. Und ich kann nur eins sagen, ich bin stolz auf unsere Mannschaften, bin aber auch stolz auf jeden, der hier teilgenommen hat. Und es war wirklich beeindruckend.